So Leute, ich bin Zitabell, willkommen zu einer neuen Folge von The Sims 2. Ja, das ist echt cool. Wir sind gerade dabei, da Bernd ruft den Service an. Mal sehen, was er da macht. Der Adlauf zerkratzt die Couch. Tabep ist am Essen und der unwichtige Nebencharakter. Was macht er eigentlich? Der will auch was essen. Ja, dann würde ich sagen, kann Torben noch gleich mal die Silvana begrüßen, wenn ich noch mal den Ton ein bisschen leiser schalte. Okay. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Hat er jetzt den Service angerufen? Ne, jetzt geht Bernd auf Klo. Setzt sich hin, so wie man das macht. So, Adlauf. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Können wir dem Hund sagen, er soll ihn angreifen? Ne, schade. Der Hund hat unser Sofa zerstört. Ist die Spülung laut? Jetzt haben wir nur noch einen Sessel. Auch nicht schlecht. So Tom, mach mal was. Ruf mal hier den Service an. Wo ist der Hund? Adlauf. Der spielt. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir so anrufen können. Butler, Gehorsamkeitsräder, Gärtner, Handwerker, Hausmädchen, Kammerjäger und Kindermädchen. Auch wieder was von Butler wäre cool. Aber dann gehen wir nachher pleite. Kindermädchen? Nee. Was können wir noch anrufen? Nein, nicht das. Das wollte ich machen. So, Bernd. Kannst du. Nein, du sollst ihn mal richtig zum Aufregen. Veräppel ihn mal. So, wir laden jetzt den Direktor ein. Ja. 17 Uhr kommt er. Ja, das wird spannend. Okay. Ja, das ist mir egal. Erzählen wir doch mal über Reden zu. Ja, kann ich das so machen? Über Reden zu Baden? Okay. Bernd, kümmere dich mal hier um die Gäste. Bernd, begrüß doch mal. Ja, guck mal, Adlauf macht das richtig. Und ich will, dass du richtig, ja, schrei ihn mal an, oder verjag ihn mal, mach mal richtig was mit dem Hund. Mann, du gehst mir am Arsch vorbei, Kollege! Tom, hat das geklappt? Du sollst das Tier anschreien. Nochmal. Ich will, dass ihr euch richtig beißt. Ich will, dass du... Ist das so schwer, Kollege? Ich dachte, der Hund wird jetzt aggressiv auf ihn. Wir spielen schön bei mit denen, ja, das reicht jetzt auch.
Und dann ruhig auch mal... nicht du. Verarsch die mal. Und Bernd auch. Das finden die gut, das soll die nicht gut finden. Der Hund soll verdammt nochmal aggressiv werden. Mann, die Kinder sind ja viel zu nett. Kann man nicht irgendwie die richtig so richtig schön... Kann Bernd eine Beziehung mit der anfangen? Das wäre cool. Wer ist das denn? Der sieht scheiße aus. Ja, das ist gut. Was ist mit dem Hund los? Komm weiter. Doch, Bernd, gib nicht auf. Dann... Küsschen, Schätzchen. Ja, Bernd, das läuft. Geht doch, Bernd. Red noch mal ein bisschen hier. Plaudern. Was ist die denn? Oh, nee, Bernd. Bernd, mach dich an sie ran. Komm, Bernd. Bernd. Mein Gott, hat das lange gedauert. Red mal ein bisschen hier. Plaudern. Insekten, ne, nicht Insekten aufspielen. Kämpfen. Peinige See. So, mach mal bewusst, Tom. Torben. Torben. Ah, zocken, so gehört sich das. Nee. Kann ich Vertrauen küssen? Das ist voll eklig. Streiten und Getränk ausschütten. Bitte. Du hast genug gebadet. Ich will, dass es eskaliert. Richtig so. Torben! Vergrüß die. Pennt der? Hör auf zu schlafen. Wutausbrüche. Ja, Wutausbrüche sind gut. Ist das der hier, der Direktor? Ist Tom mittlerweile wach? Gut. Heult der? Geschlagen werden? Was bist du denn für eine Memme? Das läuft doch alles sehr gut. Das ist der Direktor. Nee, der.
Wo ist der? Alter, was geht da drin? Yo, gib mir! Tom heult. Das ist die beste Party überhaupt. Bernd, machst du hier unten weiter mit dem Direktor? Ja, genau. Red mal ein bisschen mit dem. Rundführen. Was, hä? Was hat der denn? Der heult, ne? Einfach so. Torben! Bernd! Achso, soll... Achso. Ja, wir fahren nach Downtown. Kannst doch kein Babysitter, das Kind ist ein Grundgewinn. Ja. Die macht eine Kistenschlacht. Bernd und Tom. Der Hund bleibt allein. Bernd, du sollst die Zimmer zeigen. Jetzt brech dich zusammen, du fauler Sack. Das ist unsere Küche. Dann gehen wir hier noch ins Bad. Was ist los? Oh, wir gehen bowlen. Ja, da gehen wir hin. Mach die scheiß Lotze aus. Bernd. Achso, wir gehen jetzt downtown, oder was? Ja, das war doch gut. Ich glaube, das war eine gute Rundführung. Das war ganz kurz die Nase. Kurz ein kleiner Augenblick. Gleich. So, da bin ich wieder. Ja, wir wollen jetzt nach Downtown, ne? Los! So, das ist doch gut. Wir lassen das Haus in sicheren Händen und fahren nach Downtown. So sieht's aus. Mal sehen, was uns gleich erwartet. Weil die Folge sich langsam macht in der Hände der Jahr. Das ist doch auf jeden Fall viel passiert. Es war eine schöne Begrüßung mit der Nachbarschaft. Wir haben uns auch fast mit allen gut verstanden. Wollen wir mal gucken, was in Downtown abgeht bei der Bowlingbahn. Muss mal ganz kurz was trinken. Bowlingbahn, flotter Otto. Aber cool, dass man jetzt hier so Downtown zum Beispiel fahren kann und solche Sachen. Ah, guck mal, hier eine schöne Viererbahn Bowling. Ja, ja, ist alles gut. Kann man auch gute Bekanntschaft machen. Wer bist du da? Oh, Schalakata. It's a good day. Tom, spiel mal hier. Bernd, spiel mal hier. Und du... Schaltest das hier ein. Nein, nein, lass das. Das ist eine ganz blöde Idee. Du holst Getränk. Ist Damen- oder Männerklo gegangen? Ist ja egal. So.
Dann wollen wir mal gucken, wie die Bo. Oh, und Tom und Bert nebeneinander. Dieser Wurf entscheidet über alles. Und nein, Stimmen sind gefallen bei Bert. Oh, Bert, das sah nicht so gut aus. Nur 5. Okay. Wer kann komplett abräumen? Oh, Tom verfehlt. Das ist die Chance für Bert, alles klar zu machen. Und Bert verfehlt auch. Okay, Freunde, wir werden hier weitermachen. Allerdings erst in, nächste Woche Samstag, in der nächsten Folge. Das war's von heute mit den Sims. Montag sehen wir uns dann wieder zu Harry Potter. Das war's für dieses Wochenende. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.